Es ist eine schöne Tradition. Es ist Mitte Mai, der Fanfarenzug marschiert auf. Spätestens jetzt ist klar, es ist wieder Stadtfest in Großrieschen. Der Markt ist ganz auf Feiern eingestellt. Auf Wettigshof Rummel und in den umliegenden Gebäuden gibt es verschiedene Aktionen. Auf der Bühne Shows und Schlagerstars, am Sonntag früh shoppen mit Blasmusik. So verspricht es das Stadtfestprogramm. Und das ist wichtig. Ganz wichtig, würde ich sagen. Sehr wichtig. Warum? Naja, wir haben jetzt 3 Jahre erst Corona gehabt. Da konnten wir ja 19. Und den Ort wieder richtig kennengelernt. Und wir haben ja eigentlich jetzt hier viel zu bieten. Und die Menschen wieder. Und viel zu bieten. Nein, wir gehen jetzt gleich ins Haus der Landwirtschaft Kaffee trinken. Das ist frisch gebackener Kuchen. Unser Bäcker Kaschke hat das im Ofen angeschmissen, im Backofen. Und dann gibt es 5 Kuchen. Und dann werden wir mal sehen, wie es hier weitergeht. Bekannte treffen, sich ins bunte Treiben mischen. Für das Stadtoberhaupt ist die Eröffnung des Stadtfestes immer ein schöner Termin. Und Feste wie diese aus verschiedenen Gründen wichtig. Ja, die sind natürlich wichtig fürs Zusammenleben der Menschen. Man hat die Gelegenheit, sich wieder mal zu sehen, vielleicht einen Bekannten zu sehen, den man lange nicht mehr angetroffen hat. Und ich habe heute schon an Gesprächen gemerkt, einige reisen extra wegen solcher Feste an und halten damit so ein bisschen Verbundenheit zu ihrer Heimat. Und natürlich ist es auch ein Höhepunkt für die Vereine. Wir machen das ja hier, wie die meisten kleinen Städte, so, dass die einheimischen Vereine auch für den Ausschank sorgen und für die Versorgung. Ein bisschen was kommt in die Vereinskasse. Aber es ist vor allem diese Gemeinschaft, die dadurch wächst. Und insofern war das auch ein wunderbarer Aufgalopp heute mit unserem Fanfarenzug, auf den wir wirklich stolz sind. Die ganzen kleinen Kinnings, die da mitmachen. Und die suchen natürlich die Gelegenheiten, auch ihr Können und das, was sie eingeübt haben, auch vorzuzeigen. Insofern ist das einfach wichtig fürs Lebensgefühl. Und wie es scheint, auch ein Aushängeschild. In ihren roten T-Shirts sind die Radfreunde aus Berlin nicht zu übersehen. Also wir machen hier 4 Tage Urlaub hier in dem Gebiet, fahren Fahrrad und fühlen uns pudelwohl dabei. Ja. Wir sind unheimlich glücklich über die tollen ausgebauten Radwege. Und ja, also es ist super schön hier. Andere weit Angereiste locken die angekündigten Schlagerstars. Andreas Holm. Das ist Ihr Magnet sozusagen. Ja. Okay. Und sind Sie hier aus Großrieschen? Nein, bei Chemnitz, Lichtenau. Okay. Da, wo das Wasser herkommt. Aha, wie sind Sie denn aufmerksam geworden auf dieses Fest hier? Ich mache die Homepage von Andreas und da habe ich den Termin selbst draufgesetzt. Das Fest nimmt mehr und mehr Fahrt auf. Gäste kommen und gehen. Für die Radfreunde aus Berlin soll es jetzt bald weitergehen auf ihrer Tour durch die Lausitz. Ja, na, wir werden jetzt langsam wieder zurückfahren zum Kuchenscheune Sedlitz, wurde uns empfohlen. Von Einwohnern von hier. Ist doch auch schön, dass man so ins Gespräch kommt. Ja, ja, ja. Ja. Na ja, man fällt ja ein bisschen auf. Alles klar, ja, danke schön. Na dann viel Spaß und vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen beim Stadtfest 2024.